Nachwuchsgruppenleiterin, Mitte 30 und bereits Professorin. Biochemikerin Eva Kiermaier hat in einer öffentlichen Ringvorlesung ihre Forschung vorgestellt. Im Interview erzählt sie uns, wie es ist, Wissenschaft einem breiten Publikum zu vermitteln. Wir haben eine Ringvorlesung, eine öffentlich zugängliche Ringvorlesung heute gehört von Ihnen. Erstmal, worum ging's? Also wir beschäftigen uns unter anderem mit Zellwanderung oder Zellmigration. Und das machen wir speziell mit Immunzellen. Aus dem einfachen Grund, weil Immunzellen sehr, sehr schnelle Zellen sind im Körper. Und sie spielen natürlich eine unglaublich wichtige Rolle für die Immunantworten. Naja, und im weitesten Sinne sind wir natürlich auch interessiert, wie sich das Ganze auswirken könnte auf Wanderungsprozesse, die vielleicht weniger erwünscht sind, wie zum Beispiel die Wanderung oder Metastasierung von Krebszellen. Also wir suchen Parallelen oder Gemeinsamkeiten, die uns dann erlauben, eventuell spezifisch einzugreifen in den Prozess der Krebszellwanderung. Wie ist das, wenn man an so einen Ort geht und natürlich ist es nicht das gewohnte Umfeld, es ist nicht das Limes, sondern es ist hier Hörsaal 1 der Uni Bonn. Man kommt hier rein und man sieht hier einige Gesichter und die stellen Nachfragen. Was macht das mit einem, wenn so ein Interesse an der eigenen Forschungsarbeit herrscht? Ja, also man muss sich natürlich schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, wie man das präsentieren kann, damit das für die Öffentlichkeit verständlich ist. Das sind ganz einfache Dinge wie Fachwörter vermeiden. Es ist für uns ein bisschen eine Herausforderung, auf Deutsch zu sprechen, weil die Sprache der Wissenschaft Englisch ist. Also manchmal wirklich schwierig, die einzelnen Fachwörter zu übersetzen. Ich bin generell immer wieder erstaunt, wie viel die Öffentlichkeit eigentlich weiß und was für ein Interesse da ist. Das macht natürlich besonders Spaß, dann mit solchen Leuten zu kommunizieren, wenn man richtig merkt, dass sie an Informationen, an Wissen interessiert sind. Und ich finde schon, dass wir natürlich auch eine Aufgabe haben. Wir müssen der Öffentlichkeit in einfachen Worten präsentieren können, was wir machen. Im Prinzip auch eine Art Aufklärung natürlich betreiben. Und wie ist es dann, wenn man dann so Nachfragen bekommt, wenn man dann halt wirklich so, ja, es macht Klick, ja, es kommt an, ist es dann eine persönliche Genugtuung, Erleichterung oder was ist so, was ist das Feeling? Ja, es ist natürlich immer schön, sein Wissen auch zu vermitteln und gerade dann, wenn die Leute interessiert sind, wie gesagt, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Leute eigentlich wissen oder mitkriegen, auch aus den Medien und man ist im Prinzip dankbar, dass man den Leuten ein bisschen weiter noch helfen kann, ja, oder ihnen noch ein bisschen mehr vermitteln kann. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Dankeschön.